Die französische Polizei hat den mutmaßlichen Attentäter von Straßburg nach Angaben aus Ermittlerkreisen erschossen. Sherif Chikat wurde demnach bei einer Razzia im Viertel Neudorf getötet. Der 29-jährige mutmaßliche Islamist habe das Feuer auf Polizisten eröffnet. Daraufhin sei er von Beamten erschossen worden, hieß es. Chikat war am Dienstag nach dem Attentat mit einem Taxi nach Neudorf geflohen. Seitdem war er abgetaucht. Der Angreifer hatte nahe dem Straßburger Münster und dem Weihnachtsmarkt das Feuer auf Passanten eröffnet und griff Menschen auch mit einem Messer an. Mindestens 4 Menschen wurden getötet, mehrere weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer.